Der Sonos Ace ist der erste Kopfhörer von Sonos. Wie gut er klingt und wie gut dieser TV-Swap, also die Übernahme des Tons vom Soundbar auf den Kopfhörer funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Der Kopfhörer kommt in einem hübschen, flachen Case. Fühlt sich auch gut an, wie so eine Filzoberfläche. Ist aus zu 75% aus recycelten PET-Flaschen. In dem Case habe ich dann den Kopfhörer. Man hat bei der Entwicklung des Cases darauf geachtet, dass hier beschwert ist. Das ist so ein ganz nettes Detail. Das heißt, das kippt immer auf die richtige Seite. Liegt stabil, da ist dann noch ein kleines Mini-Case drin für ein Kabel. Auch das ist gut gelöst, nicht mit einem Klettverschluss, sondern hält magnetisch. Also man hat sich alleine schon beim Case viele Gedanken gemacht zum Thema Ergonomie. Der Kopfhörer selber sieht gut aus, ist blitzsauber verarbeitet, fühlt sich gut an, lässt sich einstellen. Und man hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie kann ich blind ertasten, dass ich den Kopfhörer richtig halte. Und das sind dann zum Beispiel hier einfach so, es ist angeschrägt, damit ich da eben den Daumen drauf habe. Und das schon beim Anfassen merke, ja, ich habe ihn so rum in der Hand. Das Sonos-Emblem ist nur auf der rechten Muschel und ertastbar. Und dann gibt es halt noch innen die Ohrpolster sind auf der linken Seite schwarz und rechts hellgrau. Und dann ist da auch noch nicht so gut lesbar ein L und ein R. Also man hat sich sehr viel Gedanken drum gemacht, wie arbeiten die Leute damit oder wie benutzen Menschen den Ace. Und so kann ich den einfach aufsetzen und weiß sofort, ich habe ihn richtig rum. Er sitzt sehr angenehm vom Tragekomfort. Kleiner dürfte er jetzt nicht sein. Ich habe einen relativ großen Kopf. Aber ich kann ihn bequem auch mit Brille tragen. Sitzt gut. Die Ohrpolster sind aus veganem Leder. Sind ganz, ganz weich und auch schön gemacht. Man kann die einfach mit so einem Magnetverschluss abnehmen. Und wieder dran, also sehr leicht austauschbar. Haben innen so ein Gewebe, das mit ausgetauscht wird. Gut durchdacht, gut gemacht. Die Bedienung ist simpel. An der linken Ohrmuschel habe ich den Ein- und Ausschalter und habe hier einen USB-C Ladeanschluss und kann aber auch über USB-C, dazu später mehr, den Kopfhörer mit dem Rechner verbinden. Auf der rechten Seite habe ich dann einen Taster, mit dem ich das ANC, also zwischen ANC und den Aware Mode, so nennt Sonos seinen Transparency Mode, wechsle. Und darüber habe ich so einen Multifunktionsknopf. Das ist einmal ein Slider, damit kann ich die Lautstärke regulieren und kann aber auch drücken. Das ist für Start, Stopp und für Rufannahme oder / beenden. Oder durch langes Drücken kann ich den TV-Swap aktivieren, kann auch durch zweimaliges Drücken, Titelsprung, dreimaliges Drücken, Titel zurück, kennt man ja von anderen Kopfhörern. Dann hat man hier noch, sieht man so kleine perforierte Areale, wo eben die Mikrofone, ich glaube 8 Mikrofone sind insgesamt verbaut, für eben die Umgebungsgeräusche aufzunehmen, für das ANC und für die Telefonie. So, angeschlossen werden kann er eben, habe ich schon erwähnt, über USB-C an eine Quelle, also zum Beispiel ein Notebook. Aber es liegt auch ein Kabel bei. Da kann er dann von USB-C in Kopfhörer auf Klinke angeschlossen werden, wenn man also eine ganz klassische Quelle mit Klinkenstecker, eine Analogquelle verwenden will. Funktioniert das auch sehr gut. Der Bluetooth-Standard beim Ace ist auf neuesten Stand. Also es ist die Version 5.4. An Codecs natürlich SBC, das Standardprotokoll. Kann aber auch AAC für Apple-User und aptX und kann sogar das richtige Endgerät vorausgesetzt mit einem Qualcomm Snapdragon Sound aptX lossless wiedergeben. Lossless oder in Hi-Res funktioniert es eben auch über, wie schon erwähnt, über USB-C direkt von der Quelle. Habe das eben auch getestet. Funktioniert ganz hervorragend. Auch hervorragend funktioniert das ANC, was man eben hier über Knopfdruck aktivieren kann. Das ANC ist jetzt nicht einstellbar in seiner Stärke. Es gibt vielleicht auch ANCs, die noch besser funktionieren, aber ich war sehr zufrieden, weil es rauschfrei ist. Und
einfach die Umgebungsgeräusche, vor allem Rauschen, sehr, sehr gut rausfiltert und sehr wirkungsvoll. Was auch hervorragend funktioniert, auch eben sehr wichtig, oft unterschätzt, ist dieser Aware-Mode, also der Transparenzmodus, wo eben dann die aktive Elektronik die Mikrofone dazu nutzt, die Umgebungsgeräusche aufzunehmen und in den Hörer zu leiten. Und ich muss sagen, also beim Ace war es wirklich so, als hätte man fast gar keinen Kopfhörer auf. Auch Richtungshören ist möglich, also wenn die Geräusche von hinten kommen. Und das ist ein ganz großer Vorteil bei der Telefonie. Also wenn ich den Ace zum Telefonieren nutze, was ich auch schon ausgiebig getan habe, dann schaltet man am besten auf diesen Aware-Mode, damit man seine eigene Stimme gut hört. Und das fand ich gerade beim Ace sehr angenehm. Also man kann mit dem auch ganz hervorragend telefonieren. Es gibt natürlich auch eine App, das ist bei Sonos recht einfach gelöst, denn es ist die Sonos-App. Wenn ihr also vielleicht schon Sonos-Produkte im Einsatz habt und die Sonos-App so wie ich schon installiert habt, dann ist die Installation des Ace überhaupt kein Problem, weil der wird dann einfach von der App erkannt und integriert. Und das sieht dann so aus. Da hat man dann hier den quasi Startbildschirm, wie man das kennt von seiner App, und geht dann eben auf System und hat dann da seinen Ace. Dann kann man den Akkuzustand sehen und das mit dem iPhone verbunden ist. Man kann hier die Geräuschkontrolle ändern. Man hat einen Equalizer, einen Dreiband-Equalizer, um den Sound einzustellen. Man kann hier das Head-Tracking aktivieren, deaktivieren. Man kann eben dann hier diesen TV-Swap hinzufügen. Das habe ich schon gemacht, also er ist eigentlich schon verbunden. Könnt aber, wenn ich es noch nicht verbunden habe, könnte ich es da eben einrichten und kriegt auch ein bisschen Hilfe. Kann die zwei Geräteverbindung einschalten. Man kann auch einstellen, ob man mit der Taste am Kopfhörer nur Geräuschunterdrückung und Aware-Mode steuert. Man kann die Trageerkennung einstellen, ob man sie haben will und ob dann die Musik angehalten wird. Man kann auch einstellen, dass man zum Beispiel beim Aufsetzen des Ace einen Anruf annimmt. Dann hier hat man einen Überblick über seine Geräte und da ist eben der Ace dann eben auch aufgeführt. Ja, dann die Frage, wie klingt der Ace? Um es mal einfach ganz, ganz einfach zu sagen, er klingt hervorragend. Er hat eine schöne Wiedergabe, sehr detailliert, in den Mitten und Höhen neutral, sehr fein aufgelöst, hat immer eine gute Räumlichkeit und eine tolle Ortbarkeit. Bei den Bässen ist es so, die sind schon ein bisschen, die sind nicht ganz neutral, die sind ein bisschen fetter. Wenn man jetzt so einen Titel anhört wie King is Born, also das Remake von Aloe Black, da haut es einem schon die Bässe um die Ohren, aber nicht unangenehm, sonst es klingt halt wie von einer fetten PA. Also man sieht da förmlich die großen Membranen schwingen. Das matscht nicht, das dröhnt nicht, wummert nicht, aber es ist halt trotzdem ein schöner, fetter Bass. Wer noch mehr Klangqualität haben will, also eben Lossless oder Hi-Res hören will, kann dann eben über USB-C, habe ich zum Beispiel den Ace dann mit meinem MacBook Pro verbunden. Und das klingt halt dann nochmal ein ganzes Stück besser. Und vor allem die Räumlichkeit gewinnt da einfach nochmal mehr an Tiefe und Breite. Macht richtig Spaß, mit dem Musik zu hören. So, dann habe ich natürlich auch getestet, wie der TV-Swap funktioniert. Da war ich ja am meisten gespannt drauf. Dürfte das ja in der Präsentation schon mal ausprobieren, aber es ist ja doch nochmal was anderes, wenn man das so zu Hause in den eigenen vier Wänden probiert. Und dazu musste ich mir aber erstmal einen ARC installieren. Dazu entferne ich erstmal meinen Beam. Kabel raus. Dann kommt hier in einem wunderschönen Karton der Sonos Arc den Karton rechts und links entriegeln. Dann kann man den aufmachen. Normalerweise ist der noch in Stoff eingehüllt. Ich hatte den schon mal ausgepackt. Wollte aber noch mal zeigen, wie schön der verpackt ist. Und deswegen habe ich ihn noch extra noch mal eingepackt. Das ist alles Karton, kann gut recycelt werden, ist wirklich fein gemacht. Hier sind noch die Kabel drin, die brauche ich aber nicht, weil ich die Kabel vom Beam nutzen kann. So, dann schließen wir einmal den Strom an.
Und einmal den HDMI. So. Und fertig. Fehlt nur noch der Ace. Der Ace kommt auch in einem wunderschönen Karton. Schönes Artwork. Wirklich fein gemacht. Ist hier im Case drin. Das ist auch noch so ein bisschen in so einen schützenden Stoff eingewickelt. Ja, steht hier Sonos drauf. Fühlt sich gut an. Und kann man dann einmal hier aufmachen. Und hier ist dann eben der Ace in Verbindung mit der Arc. Wenn man dann den Arc installiert hat und eingemessen hat, kann man den TV-Swap einrichten. Und dann ist es in der Bedienung sehr simpel. Man guckt sein Programm, streamt oder guckt irgendwas von Blu-ray oder auch ein ganz normales TV-Programm. Und man nimmt den Kopfhörer, schaltet ihn an, drückt lange auf die Funktionstaste und zack ist der Klang auf dem Kopfhörer. Drückt man wieder drauf, zack geht der Klang wieder zurück an die Arc. Und das hat im Test wirklich ausgezeichnet funktioniert. Es funktioniert sogar mit Dolby Atmos. Jetzt ist es so, dass es gar nicht so viel Dolby Atmos Material gibt. Also es gibt schon viel, aber sage ich mal, beim Streamen ist es so, da ist es echt mager. Ich glaube, bei Prime gibt es gar nichts. Bei Netflix und Disney Plus gibt es ein paar Titel. Da ist es aber auch dann oft so, da steht dann da Dolby Atmos, wird aber dann trotzdem nur Dolby Digital 5.1 wiedergegeben, weil es dann nur die deutsche Tonspur mit Dolby Digital gibt. Oder die englische halt dann mit Atmos. Übrigens sehr gut, die App zeigt dann beim Arc an, was für ein Format wiedergegeben wird. Also man kann dann gleich überprüfen, ob es welche Dolby-Version anliegt. Aber auch, sage ich mal, mit 5.1 Dolby Digital hat es hervorragend funktioniert, weil dieser Kopfhörer dann eben einen 3D-Sound hat und eben dieses immersive Klangerlebnis bringt. Und man kann auch, ich habe jetzt den Arc ohne Rear-Speaker oder zusätzlichen Subwoofer betrieben, sonst nur die Arc. Und da muss man tatsächlich sagen, der immersive Klangeindruck über den Ace ist dann tatsächlich noch besser als über die Arc. Aber wie gesagt, im Test hat es gut funktioniert. Ich habe auch dann Dolby Atmos Musik gehört. Ich habe eine Blu-ray von Stephen Wilson, The Harmony Codex. Das war schon auf dem Arc klang das sehr gut, aber dann auf dem Ace klang es einfach noch besser. Also wirklich eine schöne Geschichte, hat mir beim Testen wirklich eine Menge Spaß gemacht. Kommen wir zu den Punkten, was er nicht kann. Das werden einige vermissen. Es geht nicht, dass der Sound gleichzeitig auf der Arc, also auf dem Soundbar und auf dem Ace, dem Kopfhörer, wiedergegeben wird. Das muss ich immer entscheiden, entweder Soundbar oder Kopfhörer. Viele würden sich wünschen, das habe ich schon in den Kommentaren von meinem ersten Beitrag gelesen, dass man eben beides hätte. Weil zum Beispiel einer hat geschrieben, er hört gerne mit Schmackes und seine Freundin lieber ein bisschen leiser, dann könnte man sich das aufteilen. Oder es gab auch natürlich Kommentare, wenn das Hörvermögen nachgelassen hat oder wie auch immer nicht so gut ist, dann wäre es für viele wünschenswert, wenn sie halt mit der Family gucken. Die Family guckt, hat den Ton über die Soundbar und der ein bisschen schlechter hört, könnte dann den Ace nehmen. Funktioniert mit Sonos nicht. Ich sage mal noch nicht. Weiß immer nicht, was kommt und an Funktionen noch per Firmware-Update eingespielt wird. Im Moment funktioniert es auch nur mit dem Arc. Aber der Beam erste und zweite Generation sowie der Sonos Ray sollen folgen. Andere Sonos-Geräte werden nicht unterstützt. Was auch nicht geht, da hatte ich gleich bei der Präsentation gefragt, oder eben noch nicht geht, dass man zwei oder mehrere Ace mit dem Arc koppelt. Das ist gerade im Moment nur möglich, einen Ace mit einer Arc oder halt dann in Zukunft mit einem Beam zu koppeln. Der Preis für das gute Stück beträgt 499 Euro. Wenn ich mich umsehe, AirPods Max von Apple kosten Listenpreis 579 Euro. Der Beats Studio Pro als auch der Sennheiser Momentum 4 kosten 399 Euro im Listenpreis. Also sortiert das sich schon ganz gut ein. Und
ist es auf jeden Fall wert. Sonos war jetzt nie ein billiges Vergnügen, aber halt immer ein gutes Sounderlebnis. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Von der Ausstattung, von der Verarbeitung, die Klangeigenschaften, das ANC, die Bedienung, selbst das Case, alles ist durchdacht. Wirklich gut gemacht und natürlich die Funktion mit dem TV-Swap, Sound-Swap, ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal für Sonos-Nutzer. Es gibt auch andere Kopfhörersysteme, die das können. Ich glaube, Apple mit Apple TV. Bei Bose funktioniert es auch, obwohl ich da nicht weiß, ob das so einfach per Knopfdruck geht. Das ist halt schon wirklich eine schöne Geschichte, dass ich nicht erst in der App fummeln muss, sondern ich hole den Kopfhörer, mache den an, schalte den TV-Swap an und habe den Sound auf dem Kopfhörer. Wie ist euer Eindruck zum Sonos Ace? Seid ihr Sonos-Nutzer? Schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Noch mehr freue ich mich über ein Abo. Ist nach wie vor kostenlos. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.